Panie trenerze, jak wygląda sytuacja kadrowa drużyny? Czy skład na piątek jest już w głowie trenera, czy może decyzja zapadnie na kilka godzin przed meczem? Ja, im Moment stellt sich unsere Situation folgendermaßen dar, dass alle Spieler fit sind, bis auf Spiridonović. Er ist leicht angeschlagen, wird heute vom Arzt untersucht und werden sehen, wie lange er braucht, um wieder zurückzukommen. Ansonsten, ich denke, das hat man auch im Training gesehen, die Jungs haben Spaß, sie brennen darauf, auf das erste Spiel. Und ich hoffe, es wird ein gutes Spiel. Zu der Situation bezüglich des Kaders kann ich im Moment nichts sagen. Wir haben morgen noch eine Trainingseinheit und wir werden morgen dann endgültig entscheiden, wer im Kader sein wird. Ein Plan ist im Kopf da, aber wie gesagt, wir warten noch bis morgen ab. Do meczu z Zagłębiem Lubin przygotowywaliśmy się dwukrotnie. Wydaje się, że powinniśmy mieć ich rozpracowanych, ale ta długa przerwa powoduje, że forma każdej z drużyn jest owiana tajemnicą. Mit Sicherheit, das ist eine neue Situation für alle Mannschaften, für alle Vereine. In der Form gab es so etwas noch nicht. Wir waren schon im letzten mal gut vorbereitet. Ich denke, dass es diesmal ähnlich sein wird. Die Jungs haben gut trainiert, die Jungs haben viel Spaß gehabt, sie sind fokussiert. Wir spielen zu Hause, wir haben sehr gute Platzverhältnisse und wir werden unser Bestes geben. Aber wie gesagt, so richtig weiß keiner Bescheid. Das werden wir am Freitag sehen und in den nächsten Wochen, wie wer wieder in den neuen Rhythmus reinkommt und wie die Leistung sich dann auf dem Platz widerspiegeln. Zagłębie to drużyna, która strzeliła niemal najwięcej goli w Ekstraklasie. My mamy najlepszą obronę na tym etapie rozgrywek. Jak zatrzymać Zagłębie i jednocześnie wygrać mecz? Zagłębie ist eine sehr gute Mannschaft. Sie kämpfen noch um die Platzierung unter den Top 8 zu gelangen. Sie haben sehr gute Einzelspieler mit viel Offensivpower und viel Wucht nach vorne. Sicherlich auch ein paar Problemchen in der Defensive. Bei uns ist es gerade umgekehrt, was die Statistik angeht. Aber wir wissen, dass wir uns gerade in der Offensive steigern müssen. Und ja, das wird der Schlüssel sein, um am Ende so ein Spiel zu gewinnen. Wir müssen stabil in der Defensive sein und sehr wachsam und aufmerksam gegen Zagłębie spielen. Und versuchen über unsere Spielweise ebenfalls erfolgreich nach vorne zu spielen und Tore zu erzielen. Es wird ein spannendes Spiel, sicherlich ein sehr interessantes und abwechslungsreiches Spiel, weil beide Mannschaften auf Sieg spielen werden. Wir wollen das Spiel unbedingt gewinnen. Zagłębie muss gewinnen, wenn sie sich noch eine Chance erspielen wollen, um sich am Ende zu qualifizieren. Insofern, ja, ich freue mich sehr auf das Spiel. Zagramy przy pustych trybunach. To nowa sytuacja dla wszystkich. Będzie brakowało atmosfery, ale kibice kupili już prawie 7 tysięcy wirtualnych biletów. Czy to motywuje dodatkowo? Wir wissen und ich weiß, was wir an unseren Fans haben. Sie sind eine großartige Unterstützung für uns. Leider ist die Situation so, wie sie ist. Alle Mannschaften müssen jetzt damit umgehen. Wir waren eh von Beginn an der Saison etwas gehandicapt durch den Stadionbau, so dass wir immer zu jedem Spiel eine begrenzte Zuschauerzahl hatten und limitierte Zuschaueranzahl. Insofern wird es für uns kein Problem sein, aber es ist schön, dass wir wissen, dass wir virtuell und emotional unterstützt werden und wir können es kaum erwarten, den Tag, wenn dann wieder die Zuschauer wieder ins Stadion dürfen und vor allen Dingen hier passiert jeden Tag so viel und es ist gar nicht mehr so weit hin, bis ein paar Tribünen neu aufgemacht werden und die Fans werden sicherlich in Strömen zu uns kommen. Mamy jeden punkt do podium, dwa do drugiej pozycji. 3 na 4 mecze zagramy u siebie do końca rundy zasadniczej. Czy obieramy jakiś cel minimum przed rundą finałową? Ich denke, die Strategie von Spiel zu denken und zu handeln ist die beste. Gerade jetzt in der Situation, wo keiner richtig weiß, was auf uns, was auf uns zukommt. Ja, wir wissen um die Statistik, wir müssen ein, zwei Spiele mindestens gewinnen, um sich für die Top 8 zu qualifizieren. Aber im Fußball sollte man sich nicht nur auf Statistiken verlassen, sondern auf die eigene Leistung. Und das ist, woran wir ansetzen werden, mit einer guten Leistung, mit einer engagierten
Teamleistung das Spiel zu gewinnen gegen Zagłębie. Sebastian Kowalczyk mówił o tym, że w drużynie jest duża rywalizacja. Wszyscy kontuzjowani zawodnicy przed sytuacją z pandemią wrócili do pełnej sprawności. Der Wettkampf ist intern vorhanden, das spürt man, das sieht man. Trotzdem haben alle Spieler Respekt untereinander und achten auch darauf, dass wir uns nicht gegenseitig verletzen. Die Situation hat sich zu Dezember etwas verändert mit Adam Buxa, mit Zvonimir Korzul, mit Benjamina sind drei Spieler jetzt nicht mehr unter uns. Spiridonovic kommt noch dazu. Das heißt, wir wissen auch, dass wir viel Offensivkraft und Offensivpower verloren haben, was die Statistik angeht. Aber das ist wiederum die Chance für die Spieler, sich, die jetzt dabei sind, sich zu präsentieren und sich von ihrer besten Seite zu zeigen. Jak dużym problemem będzie kontuzja Igora Łasickiego? Das habe ich schon ganz verdrängt. Eine furchtbare Geschichte. Er war gut drauf. Er hätte am Freitag gespielt. Wird morgen operiert und wir wünschen ihm natürlich alles Gute. Wir werden ihn, wie auch alle anderen Spieler, die so eine Art Verletzung hatten, bestmöglich unterstützen. Und wer Igor kennt, weiß, dass der Igor stärker zurückkommen wird. Und ein Spieler ist, der nie Kopf in den Sand steckt. Immer volle Pulle und engagiert und professionell jeden Tag investiert, um als Spieler und als Mensch weiterzukommen. Und deswegen, ich bin sehr zuversichtlich, was seine Situation angeht, dass er uns in diesem Jahr noch zur Verfügung sein wird.